Er ist einer der populärsten Heiligen und steht fürs Mitgefühl. Der Heilige, oder eben St. Martin, der der Überlieferung nach als römischen Offizier im damaligen Gallien einem frierenden Bettler die Hälfte von seinem Umhang geschenkt hat und später als Bischof Martin von Tours, dem Gründer des ersten Klosters in Europa, in die Geschichte eingegangen. Hab Dank, Martin. Und Dank sei auch im Herr. Die bekannte Mantelszene, die es auch mal auf eine Schweizer Banknote geschafft hat, wird an seinem Gedenktag am 11. November in vielen Pfarreien nachgespielt, so auch in Arlesheim und in Binningen, wo ein vorwiegend sehr junges Publikum in die Zeit vor 1800 Jahren eingetaucht ist. Nach dem musikalisch begleiteten St. Martin-Spiel ist es dann losgegangen auf einen Umzug im Schein der Rabenlichtli und der selber bastelten Laterne. Angeführt natürlich vom heiligen Martin auf seinem Ross.